Hier bin ich mit der lieben Susanne Mück. Sie ist Schamanin. Richtig? Wie heißt es richtig bei Titel? Ich habe zumindest eine Ausbildung zur schamanischen Heilerin gemacht. Genau. Also was dann schamanische Heilerin. Ja, genau. Unter geistiger Heilung ist das. Unter dem Überbegriff geistige Heilung. Ja. Aber eben ich mit Mitteln. Ich sagen, du bist Schamanin. Ja, Schamanin. Ich habe das ein bisschen vermieden, immer Schamanin zu sagen, sondern schamanisch Heilende. Weil, ja, das hat ja viele Gründe, weil zum Beispiel dieses ganze Schamanentum hat ja eine lange Geschichte. Also die geht ja wirklich bis zur Urzeit der Menschheit zurück. Ich denke, das war die Urform der religiösen, medizinischen Priesterversorgung. Und diese Menschen, die da, was weiß ich, in der grauen Vorzeit Berufene waren, das waren Schamanen. Ich habe dann später ja hier in Deutschland, ja, in den 1990er Jahren diese Ausbildung gemacht. Und da geht es ja zurück auf diesen Michael Harner, das ist eine ganz berühmte Person, innerhalb dieses Schamanismus aufbereitet für die westliche Welt. Das nennt sich der sogenannte Core, also C-O-R-E-Schamanismus, wo der auch wieder versucht hat, diese ganzen sehr historischen, archaischen Schamanenbräuche, oder nein, Bräuche ist falsch, das ganze Schamanentum einfach so ein bisschen zusammenzufassen, weil es gibt in Deutschland oder in Europa keine ununterbrochene Tradition, so wie es in Südamerika gibt oder in der Mongolei gibt oder in Nordamerika gibt. Da gab es, ist es ja durchgängig, ne? Die Schamanen gibt es heute auch noch. Und bei uns gab es einen Break durchs Christentum. Das Christentum hat es ja komplett abgeschnitten. Wir haben keine eigene Erinnerung. Und deswegen hat man das so ein bisschen weggenommen, dass man jetzt sagt, ich bin eine Schamanin, ja, so wie ich wenn ich jetzt in der Mongolei aus einer Schamanentradition, Familie stammen würde oder so. Und dann hat man das ein bisschen runtergebrochen. Ich für mich. Aber eigentlich kann jeder entscheiden, ich bin Schamanin. Das kann man machen, ja, natürlich. Aber ich, wie gesagt, habe dann das immer so für mich erzählt, ich bin ausgebildet in schamanischem Heilen. Und ich bin diesen, ja, ich habe das gelernt oder wie das eben in diesem Chor-Schamanismus gelehrt wird. Ja. Weil wenn du sagen würdest, ich bin eine Schamanin, dann müsstest du natürlich auch schamanisch leben, oder? Ja, zum Beispiel. Wobei da gibt es ja auch eine große Bandbreite. Was da heutzutage gilt oder was da nicht gilt. Eben, das sind alles diese Vorstellungen, die die Menschen da rein interpretiert haben, in was ist was und genau. Wie ist was, wie lebt was, wie macht was. Ja. Und letztendlich sind wir ja auf der Suche nach der Wahrheit. Wir haben uns ja jetzt hier getroffen, um rauszufinden, was steckt dahinter, was für eine Vorstellung in Bezug auf, ja, ich bin hier als Spirit, ja, als Spirit, als Energie auf dieser Welt bin ich verkörperte Energie sozusagen. Wenn man es mal ganz klar runterbricht, ich bin verkörperte Energie. Ja. Und die Schamanen arbeiten ja auch viel mit Spirits. Wenn ja, wir hier anfangen. Was sind die Spirits für die Schamanen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist ja ganz, ganz wichtig, wie soll ich sagen, ein Wert bei den Schamanen, also der das dann kann. Also es war ja immer auch nur ein Erwählter. Aus einer größeren Gruppe gab es ja immer nur einen Schamanen. Also das konnte nicht jeder für sich tun, ne? Sondern das konnte nur der Schamane oder die Schamanin tun. Und die konnten sprechen mit den Spirits. Die hatten eine Verbindung mit den Spirits und die haben sich in Verbindung gebracht mit den Spirits. Das ist auch heute noch so. Entweder man tut es eben über diese berühmten schamanischen Trommeln, dass man durch eine ganz bestimmte Art der Trommel in eine Trance geht, ne? Oder auch den Tanz. Das ist auch so eine Methode. Oder eben auch durch Substanzen. Ayahuasca. Geht zum Beispiel. Jetzt im Chor-Schamanismus ist es eben rausgenommen. Es geht nicht um Substanzen. Es wird nicht gelehrt, dass man das über Substanzen tut, sondern eben über diese Trance-Induktion mit den Trommeln.
Und nur die. Aber wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, beides Mal hat den Zweck und den Sinn, den logischen, analytischen Verstand aus dem Weg zu räumen. Ganz genau. Man geht in einen trance-ähnlichen Zustand, in einen meditativen Zustand. Und in diesem meditativen Zustand kann aber tatsächlich nur der Schamane jetzt in diese Welt eintauchen, wo die Spirits sind. Diese Welt hat dann auch noch verschiedene Ebenen und so weiter. Da gibt es dann. Und die Spirits sind ja sozusagen Wesenheiten, oder? Ja, das sind Wesenheiten, denen man begegnet, ganz genau. Und denen man gewisse Attribute zuschreibt. Ja, ja. Jeder Schamane hat auch irgendwie seine eigenen Spirits. Logisch, also, weil jeder Schamane hat seine eigene Vorstellung. Ja, genau, genau. Und der begegnet dann eben auch seinen Krafttier, ist ein ganz wichtiger Spirit. Das ist auch sehr bekannt, ne? Also ein Schamane hat und. Aber entscheiden tut er halt selber in seiner Vorstellung, wer oder was sein Krafttier ist. Gibt ja auch eine Zeremonie dazu, dass du, also die erste Begegnung mit deinem Krafttier ist ja auch. Also du hast die Intention, dass es da ein Krafttier gibt und dass genau. Du in der Zeremonie dieses Krafttier dir erscheint, dir klar wird, dir offenbart. Ja, ganz aber genau. Letztendlich ist es alles, wenn wir wieder Neville Goddard dazu ins Spiel bringen, deine Vorstellungskraft. Ganz genau. Da ist nichts. Nein, es passiert alles in deiner Vorstellung. Das ist ja mein Weg jetzt auch gewesen, ne? Über diese ganzen Ausbildungen und so weiter, was ich da auch gemacht habe, bis ich jetzt hier gelandet bin, wo mir vollkommen klar ist, es ist der Dialog, den ich da geführt habe. Über einige Jahre habe ich das schon so gemacht. Mit mir selbst, mit meiner Vorstellungskraft, mit meinem Göttlichen, mit meinem höheren Selbst habe ich kommuniziert. Aber das ist ja auch durchaus legal. Es ist einfach ein Weg, ne? Um überhaupt. Nur damit, dass einem reingeredet wird, dass das halt nur ein spezieller kann, ein erlesener, erkorener, ein Gesalbter. Ja. Macht nicht wirklich Sinn, oder? Das ist beim Schamanismus nicht anders wie im Christentum mit den Priestern. Dass das eben nur möglich ist, wenn ich das abgebe an die als Normalsterblicher und die können dann für mich reisen, die können mich heilen, die können für mich den Rat des Spirits einholen, die können für mich, keine Ahnung, das eben machen. Und es ist eben auch so, dass es gefährlich ist, wenn du das nicht kannst. Sag mit dir. Das ist im Schamanismus schon so. Du musst das schon, üben. Du musst Rituale einhalten, solche Dinge. Es ist ja auch gefährlich, wenn du eben in eine Meditation gehst. Also diese Gefahr, die wird einem ja immer wieder gesagt, ist gefährlich, wenn du es falsch machst. Ja? Genau, genau, ja. Aber was ist denn falsch zu machen? Falsch zu machen ist nur das, dass du glaubst, dass du an Bullshit glaubst, der dir sagt, da ist was falsch, da ist eine Gefahr oder dass deine eigene Ängste und deine eigenen Konditionierungen dir wieder hochkommen und du nicht erkennst, das ist deine eigenen Lügen, Ängste, Bullshit-Konditionierungen ist, die nicht deiner Wahrheit entsprechen. Das ist ja die Gefahr. Ja, das ist mir auch direkt begegnet in meiner Ausbildung. Da gab es dann eine dabei, die hatte echt immer richtig Angst. Ne? Die hat dann auch ganz viele Rituale immer vorher gemacht, damit sie rein ist und so, ne? Damit ihr dort nicht der Unterwelt praktisch, ne? Das, die Unterwelt gibt es ja auch im Schamanismus. Das nicht ja, immer die Kräfte Unterwelt der Unterwelt. Was ist denn schon die Unterwelt? Ja, ja, aber hier mal klar Schiff zu machen, diese ganze Vorstellung, dass es eine böse Unterwelt gibt, dass es was Böses gibt, das eben auch wieder außerhalb von dir auf dich einwirken kann. Ja, und da sind wir ja sowas von, genau, einfach jetzt abgekommen, ich bin da so abgekommen davon, weil man ja dieses neue, wenn alles in meinem Bewusstsein erschaffen wird. Ja. Aber so war es dann ja auch. Im Nachhinein kann ich die Bestätigung sehen, weil mir ist damals schon nie die Unterwelt begegnet. Sie ist mir nie begegnet, weil es in meiner Vorstellung anders war, weil ich was anderes erwartet habe.
Weil du aber die Erlesene bist, wird dort dann halt definiert, du bist die Erlesene gewesen, von der die Unterwelt nichts will. Genau, ich stand da drüber, ich habe die Unterwelt nie kennengelernt. Also, und die andere hat sich halt definiert, ja, als eine Schuldige sozusagen oder als, ja, ein Opfer halt hier auch wieder, dass, ja, genau, wenn sie nicht alles richtig macht, sich nicht reinigt und nicht die Rituale befolgt, ja, und so, ja, weiter und so fort, dass sie dann, ja, Opfer der Unterwelt wird. Es ist einfach dieses ganz einfache, wir müssen runterbrechen, es gibt da draußen Böses. Und in dieser Vorstellung, mit der Vorstellungskraft, dem Bewusstsein, diesem Liebenden, gibt es ja gar nichts Böses, es gibt nur die Abwesenheit. Also das ist immer das mit dem Licht. Esther Hicks, toll, erklärt, du kommst in einen Raum und du wirst niemals den Dunkelschalter finden. Du machst nicht dunkel. Dunkel ist einfach nur die Abwesenheit von Licht. Also es gibt das Böse nicht. Und die Abwesenheit deiner Aufmerksamkeit auf Licht. Genau, genau. Die Abwesenheit deiner Wahrnehmung, deines Bewusstseins, deines Seins, deine Vorstellungskraft nimmt, ja, dunkel wahr. Ja. Und das, was dunkel wahrnehmen kann, kann sich im gleichen Moment entscheiden, Licht wahrzunehmen. Ja, ganz genau. Es ist eigentlich so gewesen, auch wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, meine ganzen Reisen waren Entscheidungen, aber halt in einer Trance-ähnlichen, weißt du, schon in einer geführten Erlebniswelt in meinem Innern. Ja, ja, wo natürlich in uns ist ja alles, in uns sind ja alle Informationen, in uns ist ja alles, wir haben ja zu allem Zugriff, wir wissen ja, wie alles wahrlich ist. Ja. Und da, ja, hast du ja auch dieses tolle Bild gezeichnet in dieser Zeit, oder? War das nicht? Genau, da habe ich das tolle Bild gezeichnet, aber es ist auch so gewesen, ich bin ja auch Menschen begegnet, die ich nicht kannte. Das musste man ja auch. Man musste ein paar Fallbeispiele machen, damit man eben qualifiziert ist zum Schluss der Ausbildung. Und ich wusste Dinge von diesen Menschen, es war schon strange für mich. Also ich konnte denen Sachen sagen. Das war sehr interessant, dass ich das gesehen habe. Ich habe das gesehen als Bild, habe das denen erzählt und ich sage, das gibt's nicht, das kannst du nicht wissen. War zum Beispiel ein Brutkastenkind, die Lady, wo es darum ging. Und ich hatte ein Embryo gesehen in so einem Eiswürfel. Dann habe ich gesagt, ja, ich sehe einfach, kann gar nichts sagen, ich weiß nicht, also ich habe das dann auch gelöst, so wie man das gelernt hat in diesem Ding, ich habe es geheilt, die Situation, und sie hat dann gesagt, Wahnsinn, ich war ein Brutkastenkind, und das war sofort klar, ja, das war ein Brutkasten, ich habe es halt nicht so interpretieren können, weil ich war ja schamanisch hier da unterwegs in irgendwelchen Urwäldern oder was, da konnte ich mir keinen Hightech Eiswürfel vorstellen, ne? Aber es jeder war Mensch ist ja eine Wesenheit mit allen möglichen, die Gedanken, die ein Mensch in sich trägt, bewusst oder unterbewusst, ja, die sind ja da. Und ja, in diese Energien kann man ja reingehen und diese Informationen, ja, kann man empfangen. Ja, 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 das weiß ich heute auch so. Ja. Und das ist ja immer noch gut und richtig, aber letztendlich ist es tatsächlich nur zu lesen, welche Information ist bei dir gerade noch aktiv. Ne? Genau, ganz genau, ganz genau. Und das geht eben in einem meditativen Zustand. Das ist so meine, was ich so rüberrette von dem Schamanismus, den ich aber nicht so ritualisiert und so weiter nicht mehr brauche, ja, weil ich es mir ganz anders erklären kann. Genauso wenig, wie ich die Bibel als Geschichtsbuch brauche oder Jesus als wahren Gott, der sich da hat ans Kreuz nageln lassen. Das brauche ich ja alles nicht mehr. Ich habe ja diese andere, ja. Du brauchst keine Salbung, du brauchst kein Label, du brauchst keine Erlaubnis, ja, ja? Weil allein dein Sein ist Erlaubnis, mhm, für alles, was aus Liebe, aus der Perspektive der Liebe, der Ganzheit, der Perfektion heraus geschieht. Genau. Und du bist eigentlich, also jeder Mensch ist ja ein Transformationsmedium. Ja. Was nehme ich in dir im Moment wahr? Ja. Was aktiv ist und wie kann ich das in deine komplette Wahrheit, Fülle, Perfektion transformieren für dich?
Ja, ganz genau. Die Schamanen ja auch, nur brauchen die wahnsinnig viele Erlaubnisgeber dafür. Ja, ganz genau. Es ist eine, du musst es auch lernen und du musst da eingeweiht werden. Es ist eine Kette von Erlaubnissen, die zuerst Bedingungen. Nennen wir es einfach Bedingungen. Da ist ganz viel Bedingungen. Und jetzt ist eben die schöne und große neue Botschaft, ist doch das, jede und jeder ist auserkoren. Weil früher jede musste und jeder auserkoren. Ist auserkoren, ja. Ja. Und früher, ja, oder gebenedeit oder wie immer man die Worte nennen will. Ja, genau. Und zwar durch Geburt. Mhm. Genau. Durch per Geburt, se. Per se. Durch den Eintritt ins Menschsein, ja. Ist alles da, ja. Man hat es ja auch immer noch so wahnsinnig toll gemacht, ja. Und auch gesagt, ja, wir tun dann gleich taufen, ja. Damit es anerkannt wird von der Menschheit, dass du jetzt Mensch gewordener Christ bist. Genau. Aber da hört es dann schon auf. Ja. Eigentlich wird es dir anerkannt, aber hinterher die Gesellschaft und alles, wie man denkt, wie man fühlt, wie man lebt, wie man mit dir umgeht, wie man mit sich selber umgeht, hat die Taufe ganz fest vergessen. Mhm. Ja, ja, so gesehen schon, ja, das stimmt. Ja? Weil ja, eigentlich geht es ja darum, dass man sagt, hallo, hier bist du, perfektes Bündel des Menschen, aber irgendwie so im Kleingedruckten steht dann, mal schauen, wie wir dich manipulieren, konditionieren und systemkonform machen können, Punkt. Genau, und wie man dich erst einmal hatte seinen Höhepunkt dann mit dem Ablasshandel, dann, dass man dich erst mal so lang klein machen, dass du denkst, ohne uns komme ich in die Hölle. Also muss ich euch dafür bezahlen, dass ihr für mich betet, damit ich dann doch wieder ins Paradies komme. So ist es ja beim Christentum gelaufen. Ja. Ja, und es ist halt in jeder, sage ich mal, spirituellen Lehre, ist immer noch diese Perspektive vorhanden. Ja. Die hat man da reingepackt, weil doch irgendjemand, weil niemand glaubte, dass es tatsächlich so ist. Man hat es quasi doch noch vermenschlicht. Man hat es versucht, nach menschlichen Grundsätzen, das göttliche versucht, nach menschlichen Grundsätzen zu organisieren. So ist es, glaube ich, richtig. Und der Schamanismus, der stammt jetzt halt wirklich aus der ganz, ganz, ganz Frühzeit, ne? Des Menschseins, also was man jetzt so denkt, wie das passiert ist. Vielleicht ist es ja auch ganz anders passiert. Ja, aber es ist ja eigentlich klar, oder? Da räumt einer seinen Verstand aus dem Weg. Kriegt eine Connection zu seinem wahren göttlichen Sein, zu seinem wahren göttlichen Verstand, zu seinen wahren göttlichen Visionen, zu seiner göttlichen Wahrheit. Ja. Und dann ist er dort und dann redet er mit den anderen. Mhm. Wie hast du das gemacht? Wow, du bist super, weil wir sind hier noch, wir sind die Kleinen. Mensch macht sich ja gerne selber klein. Man muss ja Mensch gar nicht versklaven. Mensch hat ja schon von sich aus diesen Mechanismus drin, dass es sich versklavt und klein macht. Da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das muss gar nicht von dem, bleiben wir mal im Schamanenbild. Das muss gar nicht von dem Schamanen selber ausgegangen sein, sondern die anderen haben gedacht, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich einen, dem kann ich das jetzt geben. Ne? Jetzt kann ich die Verantwortung praktisch abgeben. Jetzt kümmert sich endlich mal einer. Genau, und das passiert ja heute immer noch, so nach dem Motto, das kann ja nicht sein, dass ich das war. Nee, das muss von außen, das ist von außen, irgendwie ist das von außen und der von außen kann das jetzt auch wieder reparieren. Ja. Aber dem ist eben nicht so. Das ist ja diese große, große Vorstellung, dass wenn du halt irgendwann mal die Welt wahrnimmst und dir alles irgendwie so ein bisschen strange vorkommt. Ja. Und dass du halt wirklich denkst, ja, das war schon da, bevor ich da war. Ja, das wäre doch da, auch wenn ich wieder weg bin, oder? Ja. Das war schon vor mir da, weil meine Eltern waren ja vor mir da und die alle, die älter sind, die waren ja auch schon vorher da und überhaupt war ja schon alles vorher da und ich bin jetzt da und ich bin Teil von dem. Ja. Ja gut, ich meine, das ist jetzt wieder Abenteuer und Lebensfrage, die sich jede selber stellen darf.
wo war ich denn, wären meine Eltern und meine Großeltern, vielleicht war ich da ja, also ja, vielleicht gibt es noch einen ganz anderen Zusammenhang. Also das sind jetzt eben die Fragen, den können wir dann auch mal in einem nächsten Ding so nachgehen, wie, wo bin ich denn eigentlich oder wo war ich denn, bevor ich in dem Körper war? Genau. Oder wie funktioniert das überhaupt? Ich meine, dem ist ja der Schamanismus auch nachgegangen. Die wollten ja auch eine Antwort haben. Wie funktioniert es denn überhaupt? Wieso gibt es überhaupt eine Welt, die nur im Kopf oder in der Vorstellung ist? Ich meine, da ist der Schamanismus ja schon hart dabei, ist ja schon gut dabei. Es gibt eine Vorstellungswelt und in der kann man auch Dinge reparieren. Wenn man es jetzt mit Gottart nochmal vergleichen will, da ist es ja komplett so, dass alles hier ist als erstes und dann erst sich im Außen zeigt. Also von daher. Und der Schamanismus packt halt in diese Vorstellungswelt halt doch noch ein paar Sachen von außen rein. Ja, natürlich, klar. Aber ich meine nur, ist von der Idee her, dass es zuerst Bewusstsein ist und dann Realität, das ist eben dieser Ansatz gewesen. Mehr und wie als ist noch jetzt dieser Ansatz mit der Seele? Ja, die Seele, ganz genau. Die Seelenanteile ist ja auch ein großer Punkt im Schamanismus. Was ist denn die Seele im Schamanismus? Also die Seele ist jetzt erstmal der perfekte Mensch, so wie er hier ankommt. Ne? Der ist ausgestattet mit einer Seele. So. Und jetzt ist im Schamanismus die Erklärung für Krankheit, psychische Probleme, keine Ahnung, was da früher alles noch war, also Krankheit, wenn es einfach nicht geklappt hat, ja, im Leben, dann hat man es darauf zurückgeführt, dass diese Seele sich in verschiedene, wie soll man das sagen, Teile auflösen lässt und dann manche sich einfach verabschiedet haben. Also sagen wir mal, sehr stark kam das auf, zum Beispiel bei Missbrauch. Ja? Also nennen wir mal jetzt Missbrauch irgendwie bei Kindern oder das muss nicht einmal so etwas Schlimmes sein, aber irgendetwas, was eben passiert in deinem Kinderleben. Und das ist so schlimm, dass im schamanischen Denken sich eben die Seele verabschiedet. Also dieser Seelenanteil des Kindes, was das nicht aushalten kann, ist dann nicht mehr dabei, spielt nicht mehr mit, ist irgendwo im Welten-Dings verloren. Aber eigentlich fehlt er mir ja nicht. Ja, es kommt dann eben erst raus, wenn man zum Beispiel Probleme kriegt, ja, so mit 50 und dann fängt es an, dass man nicht weiß, ja, und warum und dann kommt jetzt eben so ein Lösungsansatz im Schamanismus, da müssen wir mal nach den verlorenen Seelenanteilen gucken. Und in der Tat gibt es da ja dann auch eine Methode, die zurückzuholen. Seelenanteil-Zurückholung. Ja, die kann man dann wieder holen und dann kann man sie wieder integrieren und dann ist der Mensch wieder heil. Also dann wäre das aber quasi eine Revision von einer Geschichte. Genau, auf das wollte ich raus. Im Grunde ist das genau die Revision. Es ist tatsächlich so, dass was geschehen ist, das wissen wir ja alle in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, es ist was passiert, du hast irgendwelche Gefühle, nennen wir es jetzt mal Gefühle, einfach weggepackt, du willst es gar nicht mehr fühlen, du willst es einfach nicht wissen, du vergisst es in der Tat auch und dann hast du dann halt irgendwann mal Probleme und dann kommt das Ganze wieder hoch und was ist eigentlich und überhaupt. Und also dann ich schwerwiegend vermute, weil ich hatte mal eine Schamanin, die habe ich sozusagen in einer Stunde geheilt, weil der eben auch irgendwie erzählt worden ist, dass die haben quasi Rückschluss gemacht anhand der Problematik, die sie hat, der Ängste, der sie hat. Sie hatte, glaube ich, auch irgendwelche Zwänge. Sie konnte irgendwie, hatte Angst vor Gürtel und was weiß ich nicht was, ja. Und dann haben die tatsächlich ihr eingeredet, dass sie jetzt ein Missbrauchsopfer ist. Ja? Also das hatte ich schon zweimal, auch bei einer anderen Klientin, die war zwar nicht Schamanin, aber die hatte dann Rückführung oder irgendeinen anderen Kasops gemacht. Ja. Keine von denen hat irgendwie einen wirklich klaren Beweis oder eine klare Erinnerung tatsächlich an Missbrauch. Also das haben sich beide in ihr Leben kreiert. Ne? Ja, es ist ja natürlich auch ein heikles Thema, weil man einfach Man interpretiert. Der Hilfesuchende interpretiert hinter seinem
Gerüst, was das jetzt bedeuten muss, ja. Und deswegen ist es ja auch sowas von fatal, sich da überhaupt rauszulegen in eine Interpretation und eine Analyse der Gründe, weil häufig Gründe Geschichten kreieren, die eigentlich gar nicht da sind. Ja, deswegen ist es eine heikle Angelegenheit. Man darf auch keine Rückschlüsse ziehen, man darf sie auch nicht umdrehen, die Rückschlüsse. Aber ich denke, mit dieser neuen Methode, das heißt Methode, mit meiner neuen Sicht der Dinge ist es eigentlich ja nicht mehr so entscheidend, was letztlich passiert ist. Selbst wenn es passiert wäre, wenn es wirklich Missbrauch gegeben hätte, hat es keine Bedeutung für jetzt, weil ich immer alles neu machen kann. Ja, und weil ich entscheide, weil ich wähle, ob es Bedeutung hat und weil ich entscheide und wähle, was Bedeutung hat überhaupt. Und das kann ich mir halt nur erlauben, wenn ich weiß, wer ich bin und wie das Leben halt tatsächlich funktioniert, wenn ich es wirklich, wirklich wahrnehme und sage, yes, das ist so. Und diese eine Klientin, also wirklich innerhalb von einer Stunde, der war das sonnenklar, weil eben Schamanismus so arbeitet. Und ich habe die richtigen Fragen gestellt und sie muss sagen, wow, huhu, da bin ich jetzt ein Rabbit Hole runtergaloppiert, oder? Und habe anstatt Heilung zu erfahren, eigentlich auch mir wieder einen schamanischen Fluch abgeholt. Ja, wobei, ich hatte einen schamanischen Ausbilder, der das sehr, sehr cool war und vorsichtig war damit und das gut gemanagt hat, muss ich sagen. Aber da weiß man ja nicht. Ich meine, da gibt es natürlich auch ein weites Feld. Wenn du nicht weißt, was Geschichten mit dir machen, wenn du nicht weißt, dass du frei bist zu wählen und zu entscheiden, was Geschichten mit dir machen, was Diagnosen mit dir machen, was Aussagen mit dir machen, so ist es. Die Vorstellungskraft. Die klickt ja sofort ein, wenn ich dir irgendwas sag. Ja, eben. Dann geht's für dich eine Welt, da geht eine Welt auf, wenn man vielleicht so eine schamanische Welt. Da geht alles auf, ja. Da geht alles auf, ja. Und dann sind dann auch die ganzen Spirits da drin, die ich gerufen habe in meiner Geschichte für dich, oder? Weil die holst du dann noch dazu. Ich schmeiße einfach die Geschichte hin und du schmückst sie aus und dann sind dann ganz viele böse Spirits und so weiter und so fort. Und schon bist du da und denkst mir, Hilfe, wer hilft mir? Kann mir einer bitte? Und ich meine, das ist ja nicht nur im Schamanismus so, das ist ja auch sonst so. Teufelsaustreibungen und so weiter, Exorzismus und ich selber wäre ja auch dort. Ich habe ganz viel Geld ausgegeben, dass jemand Fremdenergien ablöst. Und Fremdenergien. Ich würde auch sagen, es gibt jetzt schon modernere Ausdrücke für dasselbe Phänomen. Das ist überhaupt diese Fremdenergien, diese Hypersensibilität, dieses, was kann ich machen, wenn jemand mich einfach immer negativ beeinflusst und. Aber da sind wir ja bei diesem Ding, dass du im Grunde hier bist mit unglaublicher Macht ausgestattetes göttliches Wesen. Ich möchte davon gar nie mehr abrücken. Ich merke jetzt so im Gespräch, ich möchte da gar nicht mehr davon abrücken. Nie mehr. Weil das ist das Einzige. Es geht auch gar nicht, weil wenn du diese Wahrheit einmal gespürt hast, gemerkt hast, erfahren hast, kannst dir keiner mehr ausreden. Und das so ist ja das Allerschönste und Wahrste und Gesundeste. Und da kann dich einer volltexten mit allen möglichen Theorien und du sagst, nee, sorry, aber ich weiß, wer ich wirklich bin. Kannst mir viel erzählen, aber mich schickst du nicht da in irgendeine Bullshit-Story oder schamanische Welt oder sonst irgendwo hin. Nee, wirklich nicht. So hübsch dann zum Teil manche Sachen ja auch sein können. Und ich denke auch, dass Menschen im schamanischen Bereich arbeiten können, die es gut machen oder so gut, wie es eben geht innerhalb des Systems. Aber es ist einfach nicht nötig, weil der Mensch hier ist als dieser inkarnierte Gott. Diese Seele, die ist perfekt. Und diese Seelenanteile, die scheinbar abschwinden, die können gar nicht abschwinden, sondern es ist einfach nur eine Geschichte, die mir sagt, dass irgendetwas meine Perfektion angreifen kann oder dass ich sogar autoimmun Seelenanteile abspalten kann, dass ich meine Perfektion abspalten kann. Mhm.
Ja, das ist eben ganz wichtig zu sagen. Die Seele oder ich, mein Bewusstsein, ist immer perfekt. Immer, 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 immer. Das gibt es gar nicht anders. Und dann, warum es vielleicht zu Problemen kommt. Ich meine, weißt du, um das geht es ja meistens. Die Menschen haben ja Sorgen. Psychischer Natur, physischer Ängste, Natur, Geld, keine Ahnung. Tausend Gründe, warum was nicht läuft. Und, dann, und das Erklärungsmodell, dass dann Seelenanteile zurückzuholen wären oder so, ist eben, ja, es ist nur ein Konstrukt. Es ist nur eine Geschichte. Es geht nicht darum. Das Wichtige ist, dass man einfach weiß, ich bin immer perfekt. Ich kann jetzt aber hingucken, warum ich dann trotzdem das Problem habe. Und dann komme ich ziemlich schnell drauf, und das erzählst du ja schon ein paar Monate, Jahre, dann komme ich eben drauf, dass ich mir Geschichten weitererzähle. Immer wieder die gleichen Geschichten. Und könnte es vielleicht daran liegen, dass ich diese Probleme habe? Und nicht an irgendwelchen Weltengeistern oder sonst was das hängt, sondern es hängt an meinem Bewusstsein, an meinen Annahmen der Welt gegenüber. Und alles, was ich hier drinnen trage als Annahme, ich kriege Recht. Draußen kriege ich Recht. Und das muss erst mal absacken. Und ich denke, das passiert jetzt auch bei vielen Menschen, dass sie das wirklich begreifen. Und dann verändert sich das einfach. Und eben nicht mehr auf die Suche nach irgendeinem Hokuspokus von irgendjemandem zu suchen, sondern einfach zu wissen, wie es wirklich läuft, was ist die Wahrheit, wer bin ich denn in Wahrheit, und mir auch von keinem mehr sagen lassen, dass ich irgendwie abgespaltenen Seelenanteile habe, die nur irgendjemand zurückholen kann, weiß der Gucki woher. Das ist einfach den Menschen nicht als das zu erfassen, als diese perfekt eben. Seele ist für mich Perfektion. Ja, ja, ist es auch. Und es ist einfach so. Und an Perfektion, was will ich denn an Perfektion besser machen oder schlechter machen? Perfektion ist verdammte Perfektion, dann gibt es nichts zu tun. Da geht es nur darum, sich das klar zu machen, sich zu erinnern, das zu wissen. Das Schöne ist jetzt einfach zu lernen, genau. Es gibt ja irgendeine Diskrepanz, sonst hätte es ja jeder jetzt einfach schon in trockenen Tüchern. Es geht halt darum, dass man es nicht begreift, weil man diese Annahmen halt immer noch hat über die Welt. So hat man es halt gelernt, und da die Annahmen aber genau das sind, was du erlebst, was du sehen wirst im Außen, da muss man einfach mal sich mit beschäftigen, da muss man erst mal rauskommen aus diesem Kreis, ja, das ist sehr frustrierend. Das ist eine Sache, die ich mit meinem Verstand zu klären habe und nicht mit irgendeinem Hokuspokus-Fidibus. Genau, das ist es. Da hilft mir keine Trommel, da kann ich nicht tot trommeln. Die Trommel hilft dir nur mal von mir aus in eine Meditation zu gehen, um dich zu entspannen. Um dich zu entspannen und um eben diesen göttlichen Verstand lauter sprechen zu lassen, weil dieser menschliche Blabla-Verstand, weil sobald der zur Ruhe ist, auch wie Neville Goddard sagt, ja, sei still und wisse, dass du Gott bist, dann weißt du es halt. Und wenn ich das dann weiß, dann okay, was denkt denn so ein göttliches Wesen? Das denkt bestimmt, wie soll denn göttliches Wesen irgendwie davon ausgehen, dass so verdammte Seelenanteile abgerockt sind? Mhm. Ja? Nee. Wenn ich perfekt bin, was soll denn dann noch irgendwie abgehauen sein? Ja, also wie gesagt, ich habe den Weg da gemacht, aber ich bin jetzt einfach auch dahin gekommen, wie es für mich sich sehr, sehr stimmig anfühlt. Und ich bin halt dadurch unglaublich ermächtigt. Und nicht nur ich, sondern jede und jeder. Weil das eben nicht nur der Schamanin, dem Schamanen vorbehalten ist, dem Priester, sondern ich kann das machen, weil ich bin das. Ich bin. Ich komme immer wieder zum selben Credo. Und da muss ich auch sagen, da sagt der Dr. Joe Dispenza eben auch immer wieder, du bist der Heiler. Ja, und heil heißt nur, wenn ich der Heiler bin, dann bin ich heil, dann bin ich heil, dann bin ich ganz und nicht irgendwie zersplittert in 100.000 Seelenanteile, sondern ich bin whole, heil, komplett. Ja. Genau.
Krieg's in deinen Schädel. Darum geht es eigentlich nur. Krieg's in deinen Schädel. Kapier's endlich und kapier, dass alles aus dir heraus in seiner Komplettheit zu erschaffen möglich ist, außer du siehst halt Unheil. Ja, genau. Das ist eben auch so, dass eben Krankheit und ja, alle diese Dinge eben aus diesem Bewusstsein heraus entstehen, beziehungsweise aus diesem Verstand heraus entstehen, der dir diese Geschichten erzählt. Es geht, ich glaube, das ganze Leben ist eigentlich nur ein einziges Geschichtenerzählen. Ja. Und jetzt können wir alle lernen, welche Geschichte möchte ich mir denn erzählen? Genau, wie will ich es denn haben? Ja. Wie will ich es denn haben, aber konkret? Ja, ganz genau. Ganz und genau. Da gibt es halt diese ganzen Geschichten, die ich aufdecken darf und neu machen darf und diese ganzen Bedingungen und Überzeugungen. Und deswegen auch heute jetzt gerade mal wieder das Thema Schamanismus. Das ist halt einfach, wo die Leute auf Umwege auch gebracht werden, ja. Und man muss halt schon auch sagen, du hast noch was. Schamanismus hast du auch Ausbildung gemacht, was noch? Astrologin. Astrologin auch, ja, das sind alles Erklärkonstrukte, die sich mal irgendein Verstand zusammengebastelt hat. Sind ja alle Sachen, die kommen so ein bisschen aus der alten Zeit der Menschheit, ne, um sich einfach die Welt zu erklären. Das sind ja alles Welterklärmodelle, die auch ihre Berechtigung haben, beziehungsweise dann ja auch in dem Moment, wo sie in die Vorstellungskraft oder in die Vorstellungswelt der Menschen eingedrungen sind, dann werden sie ja auch wahr. Also, weil das so funktioniert. Alles, was ich voraussetze, was ich annehme, ich als göttliches Wesen, wird mir ja als Wahrheit präsentiert. Und da fängt es halt an, tricky zu werden. Ja. Aber das liegt auch, das kommt mir jetzt gerade auch so ein bisschen an, auch in der Bibel, ja, da gibt es doch diesen Satz, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ja. Ja? Mhm. Und wer weiß denn, was die wahre Übersetzung auch war, ne? Das wissen wir ja auch überhaupt nicht. Nee, das wissen wir nicht. Aber selbst wenn man es mit dieser Übersetzung stehen lässt, ist es doch ein wunderbarer Satz. Erstens mal wieder das Wort. Wie mächtig das Wort ist, das heißt auch der Gedanke, die Vorstellung. Und sprich nur ein Wort und meine Seele ist gesund. Welche Macht da dem Wort eingeräumt wird. Ja, und auch zu sagen, okay, die Seele ist halt dort eben nicht so die Seele, wie wir jetzt gesagt haben, dass sie perfekt ist, sondern es geht halt vielleicht wieder davon aus, dass man etwas machen muss, sagen muss, hören muss, dass die Seele gesund ist. Aber man kann auch sagen, okay, sprich nur ein Wort. Und ich erinnere mich wieder daran, wer ich wirklich bin. Ja? Ich erinnere mich dran, meine Seele ist gesund. Vielleicht ist das Wort ja auch nur... Sprich nur ein Wort und ich weiß, meine Seele ist gesund. Ja? So, genau. So weit das kommen wir bei den Übersetzungen. Das ist der richtige Satz. Das ist unser Credo jetzt, würde ich sagen, ja, oder? Ja, absolut. Sprich nur ein Wort und ich weiß wieder, dass meine Seele perfekt ist. Ganz genau. Ja. Und ich glaube, ich meine, wir channeln ja ziemlich viel von dem, was wir jetzt hier rausnehmen, weil das ganze Wissen ist ja da. Wenn man sich Fragen stellt, sind die Antworten ja da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wissenschaft das schon rausgefunden hat oder auch Greg Braden, wie das eigentlich zu übersetzen ist. Und man sollte vielleicht sogar auch einfach mal nur kurz gucken, wie es dann auf Englisch übersetzt, ja? Ja, genau, ja, ja, ja. Ja. Weil, oder in verschiedenen Sprachen immer, ja. Mhm. Weil vor allem auch dieses Wort Mind hat ja so viele Bedeutungen, ja. Das ist der Verstand, aber es ist eben auch der Geist. Der Geist, respektive es ist tatsächlich auch die Vorstellungskraft, oder? Mhm. In my mind, I see you as whole. Das heißt, nicht in meinem Verstand, sondern in meiner Vorstellungskraft sehe ich dich als ganz. Das wäre dann das Englische, ja? Ja, ja. Oder? Und da hat Mind, das ist alles so komplex und wir müssen es für uns einfach geordnet kriegen. Dass wir halt nicht immer so antickern und sagen, oh Seele, oh, oh, oh,
ja, wenn ich dann lese, Seelenheil-Workshop oder Seelencode-Download, wenn ich da anticker, dann heißt es für mich, wow, meine Seele ist nicht gesund, aber wenn ich weiß, meine Seele ist sowieso gesund, mein göttliches Sein, mein göttliches Wesen ist perfekt, brauche ich nichts dafür zu tun, dass ich diese Perfektion einnehme. Ja? Ja. Da brauche ich nichts. Keine Seelencodes, keine Seelenanteile, keine Seelen-Bougie-Bougie, whatsoever. Das klappt nur, wenn ich davon ausgehe, ich brauche irgendwas, um meine Seele gesund zu machen. Ja. Aber ich brauche nichts, ich brauche nur ein Wort und das Wort erinnert mich. Punkt. Genau, ganz genau so ist es. So ist es in der Tat. Ja, aber ich finde, da geht doch so ein Kosmos auf für mich. Da geht so ein Weg auf, da bin ich immer so richtig beglückt, wenn man da nochmal drüber spricht und sagt, ja, wow, ich bin frei. Ich habe mich befreit von diesen ganzen Geschichten, von diesen ganzen Voraussetzungen. Ja. Wow. Und das ist einfach so eine Sache, da können wir auch nie wieder den Schnabel halten, das zu teachen und das zu lehren. Und was wir jetzt auch wieder sehen in die Frau, die alles hat, wie schnell das wirklich nur mit einem Wort oder einem Satz einer Sitzung gehen kann und plötzlich ändert sich alles. Ja? Das ist ja das Großartige, weil es einfach die Wahrheit ist. Ich denke, deswegen funktioniert es auch so schnell. Weil es die Wahrheit ist und Wahrheit sich aus irgendeinem Grund setzt sich halt durch. Ja. Setz dich halt durch. Und es ist bis jetzt für jede Frau eigentlich gewesen, die für sich angenommen hat, die dir einfach jetzt plötzlich da sitzt und sagt, wow. Stress weg, Suche weg, Angst weg, Leiden weg. Ja. Und jetzt geht's mal los hier. Ja, ganz genau. Aber man braucht einfach dieses Wort. Sag das Wort und das Wort ist eben, ich erinnere mich, dass meine Seele gesund ist. Das ist jetzt ein super cooler Abschluss. Ich hoffe und wir hoffen, dass das wieder ganz viel Input gebracht hat für unsere Fans hier, die das jetzt hören, wo mal meistens passiert es ja so, shit. Die sagen jetzt mal, was ich schon die ganze Zeit irgendwie vermutet habe. Genau. Und so resoniert das mit dir. Und jetzt darfst du anfangen, dir zu glauben, deinem inneren Wissen und deiner inneren Wahrheit zu vertrauen. Und wir sind hier, um dich abzuholen, um dich auch noch mitzunehmen in diese Reise, in diese Wahrheit, dass du eben die Frau bist, die alles hat und dass es halt das Wort ist. Ja. Auf jeden Fall, die Reise ist das Abenteuer meines Lebens und ich denke, dass es wirklich wert ist, da nochmal hinzugucken, um eben den Kosmos zu öffnen, um in diese Freiheit zu kommen. Ja. Also, hier ist die Susi Mück. Die Susi Mück hilft dir gerne in einzelnen Sessions oder in einem Package und natürlich als Teil von dem Programm Die Frau, die alles hat. Hier wieder mal ein Beweis, wie die Susi klar ist und wie sie wirklich aus allen Perspektiven kommen kann und die Wahrheit spricht. Und ich wünsche mir für ganz, ganz viele Frauen, dass sie jetzt hierher kommen und wenn auch nur einfach mal eine Session von 60 Minuten auch bei der Susi zu buchen, um nachher zu sagen, wow, ich will in die Frau, die alles hat, ich will das ganze Programm mitmachen, ich will mich transformieren und zwar hurtig. Und ich habe jetzt im April noch laufen, dass diese 60 Minuten gesplittet zu buchen sind und wir haben dann eine ganze Woche dazwischen, wo wir uns ständig austauschen können. Also da ist einfach mehr Bewegung da und da kann schon ganz schön was passieren. Hol dir die Susi an deine Seite. 200 €, 60 Minuten, ein super geiles Coaching. In dem Sinne kann man ja auch sagen, irgendwie eine Woche lang, oder? Ja, genau. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Melde dich, erlaube es dir, deine Wahrheit wieder zu finden.
In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. So. Und wenn dir mein Video gefallen hat, hinterlasse bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Wenn du das Glockensymbol aktivierst, wirst du jedes Mal über ein neues Video von mir benachrichtigt. Thank you.